Letzte Woche war ziemlich erfolgreich bei State of Decay. Ob wir das heute wiederholen können, weiß ich nicht, aber es geht auf jeden Fall weiter. Video 10. So, wie gesagt, letzte Woche war ziemlich erfolgreich. Wir haben in der kürzester Zeit einen Rucksack einer verlorenen oder einer gefallenen Kameradin wieder besorgt. Wir haben die Moral einer Person gestärkt. Wir haben einen Infektionsherd geplättet und haben noch gelootet. Und das, nachdem wir eigentlich einen ganz schön schlechten Run hatten. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. So, der Runner ist auf dem Weg. Lassen wir mal gucken. Ein Infektionsherd weniger. Jetzt sind wir gerade so schön zu zweit. Komm, machen wir den nächsten Infektionsherd platt, oder? Was soll der Geiz? Moment mal. Wo bin ich denn? Wo guck ich denn? Da kommt der Runner angedüst. Ich muss in die entgegengesetzte Richtung. Okay, we're here. I'll look and see what we got. So. Wow. Warum sind die so viele? Gut. Warum muss man nicht hinterfragen immer alles? Das hier wäre auch eine mögliche Homebase für uns gewesen, aber das finde ich irgendwie Quatsch. Also, oh, jetzt schön hier den Diner. Oder wird. Erstmal machen wir den hier noch platt, der steht gerade so schön da rum. Der schreit geradezu danach. Das könnte allerdings jetzt hier spannend werden. Fahren wir mal durch den Drive-In. Du holst hier gerade einen Menschenburger oder was? Vorne ist noch eine. Da! Zombie-Horde. Dieses Gekotze, ne? Das, manchmal klingt das ein bisschen wie Caroline Kebekus. Es tut mir leid, ich meine das nicht böse. Ich meine das. Durchaus anerkennend. Jetzt ist ja die Frage, kriegen wir die da echt rausgehupt? Da ist er. Und der Kreischer ist nicht mehr. So. Wir sollten mal eben den Wagen wechseln, weil der hier explodiert gleich. Das ist nicht schön. Gehen wir mal hier rein. Jetzt bringen wir hier die Tante mal eben zurück, weil die ist nämlich eigentlich nur zufällig dabei. Oder besser gesagt, wir sollten sie ganz dringend und ganz schnell mal eben nach Hause bringen, denn eigentlich wollten wir nur ihre Moral ein bisschen aufpolieren. Jetzt haben wir ganz schön geprotzt, weil wir hier zwei Infektionsherde hintereinander mit ihr platt gemacht haben. Fühlst du dich besser? Everybody's scared. Just don't do anything stupid, okay? Yeah. Okay. Sure.
Thanks for the pep talk. Yeah. Das war wirklich wichtig. So, das haben wir geschafft. Anna hat die Kurve gekriegt. Jetzt müssen wir eben kurz gucken, ob wir hier mal eben schnell... ne, können wir immer noch nicht. Wir brauchen... Was haben wir denn da? Mehr Einfluss. Zum Gewächshaus, okay. Bietet täglich Lebensmittel. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Aber wir haben echt... Wir haben gar nichts mehr. Ey, das ist so krass. Wir müssen ganz dringend alles verbessern. Besitz eine Waffe. Das ist so schlimm. Er ist verletzt. Müde, verletzt. Was ist er hier? Frustriert. Barsch, entspannt. Großer Blutverlust. Die haben wir gerade eben gerettet. Hannah Rice ist beunruhigt. Beunruhigt. Ja, wir brauchen... Vermisst? Wie vermisst? Wo? Ah. Das kann man ja... direkt mal angehen, oder? Vermisste Person? Fremder in Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob der das ist. Versuch mal mein Glück. I just got a distress call from our neighbors. Sounds like they're in a bad spot. Might want to offer them a hand. Yeah. Bin ja unterwegs. Brömm, brömm. Die Stadt ist riesengroß. Wow. Das Schüsse oder war das mein Auto? Boah, ey, ich weiß ja nicht. Sounds like Doc's in some kind of trouble. Where is he at? Shit, man, I told you this was a mistake. Jack should have known better than to go off alone. You want to go home? I didn't say that. Just, you should have known better is all. Heads up, we got a visitor. Yeah, what's happening? Alter, ich will mit dir sprechen. Ah. Kann ich jetzt mal mit dir sprechen? Nö. Und dir? Guess we bit off a little more than we could chew. Happy to help. We appreciate it. Okay. Last we heard from him, Jack should be somewhere in this vicinity. Let's get looking. Yeah. Ach ja. Ich erinnere mich an diese Mission, die habe ich schon mal gemacht. Das war ziemlich speziell. Das Doofe ist, dass wir ja gar keine Schusswaffe haben. Das wird spannend, sage ich euch jetzt schon. Anybody home? Look, I just think we gotta look at the big picture here. We all like Jack, but let's face it, the guy's probably dead. Moment mal. Nicht schlecht. Alter. Schlacht von Alamo. Cool. Gefällt mir. Schickes Restaurant. Könnte man hingehen? Ja. Scheiße. Okay. Nächstes Haus.
Burks. Das war wohl mal der Familienhund hier. Anybody home? Okay. Mann, ey. Warum muss ich auch immer der Arsch sein, der zuerst irgendwo reingeht? Weil dieses Haus ist es dann definitiv auch nicht. Nice. So, mach mal hier Platz. Was ist noch schlimmer als die Zombie-Apokalypse so schon? Du musst die Zombie-Apokalypse mit Idioten verbringen, die nie aus dem Weg gehen. Hallo. Leute, hinter euch. Ein Zombie ist im Haus. Aber das stört euch nicht, ne? Nee. I found some supplies. Send runners for pickup. I'll get people moving. So. Sieht das hier nämlich aus. Könnt ihr mal... Wo ist denn dieser Zombie? In welchem Zimmer? Ah. Das ist ein SWAT-Zombie. Aber den haben wir mal gut geköpft. Okay, hier ist er auch nicht. Was ist er hier? Scheiße, noch ein SWAT. Warum sterben die denn so schnell heute? Muss mich nicht kümmern. Hallo. Cool. Das ist ja ganz cool. Wir sind auf der Rettungsmission, kriegen dafür Einfluss und können dabei noch ganz nebenbei dieses Haus hier oder diese Häuser hier looten. Achtung, da kommt ein Zombie. Und das Coole ist, ich bin nicht alleine, ich habe ja hier die Jungs dabei. Das ist total geil. Dadurch kann ich nämlich mal so richtig schön völlig gefahrfrei hier rummoschen. Wow. Not now. Okay, jetzt müssen wir uns merken, dieses Gebäude. Weil hier ist ja doch was zu holen. Aber hier drüben scheint noch was zu sein. Warte mal, nö, hier? Wir sollten doch auch irgendwann mal Papiere besorgen, um... Very secure. No Zs here. Verstehe ich nicht. Hallo. Oh, wir haben echt viel Medikamente dabei, das finde ich ja geil. Aber wir haben noch nicht diesen Typen gefunden. Mal gucken. Nächstes Haus, da ist ja nochmal eine Möglichkeit. Hallo. Irgendwer hier. Jetzt haben wir gleich ein ziemlich großes Areal abgesucht. Auf der Suche nach. Und hier sind echt so viele Sachen. So krass. Watch the right. Ja, macht ihr mal. Macht ihr mal. Ich kümmere mich hier um. Hallo. Hinter euch. Ey, ohne Scheiß, ne? Das macht mich wahnsinnig. Alter, mach Platz! Gott! Okay, aber dieses Haus scheint bereits
vollständig erschlossen zu sein. Und wir haben kein Dings gefunden. Kein Tüten. Müssen wir hier rein? Ja. Hallo? Ah, hier ist er doch. Yeah, wir haben Jack gefunden. How did you even find me anyway? We had a little help. I don't know what to say. I'm not sure I would have survived out here on my own. We'll follow you. Let's roll. Nice. Was haben wir denn hier, Hübsches? Jetzt soll ich den Überlebenden noch eskortieren. Die Frage ist ja, wohin denn überhaupt? Alter, es sind so wie... Jetzt, endlich. I found some supplies. Send runners for pickup. I'll get people moving. Gut, zu viert auf den Einkloppen ist eigentlich auch echt unfair, aber da gucken wir jetzt mal drüber hinweg, ganz großzügig. Guck mal hier. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, wo müssen wir den denn hinbringen hier? Ha? Ernsthaft? Außer Stadt raus? Okay, dann brauchen wir natürlich ein Gefährt, das groß genug ist. Müssen wir mal gucken. Ob wir das finden? Vielleicht hier hinten. Wir haben gerade eine schöne, große Truppe hier. Wir können jetzt mal richtig losmoschern. Da hinten ist ein schönes, großes Auto. Wundervoll. Was ist das hier? Ein Donut Shop, ich fasse es nicht. Da gucken wir doch mal schnell, ob wir hier noch ein paar Lebensmittel finden. Wie? Das ist so geil, wenn man einmal so eine große Truppe hat. Da kann man so schön viel machen. Wir können hier richtig rumlooten. All quiet here. I'm loaded up. See you back at base. So, jetzt haben wir mal selber noch ein paar Sachen mitgenommen. I'm in position. I'll check to see what's here. Okay. Das ist ein schöner, großer Wagen. Wundervoll. Nehmen wir. Alle mal rein hier. So, jetzt müssen wir eben gucken. So, auf geht's. Wohin fahren wir? Wir fahren da lang, da raus, da rüber, da hin. So, what happened anyway? Oh man, I was stupid. I was searching this garage for some gas for the generators. When I heard some of those cops from the courthouse start coming up the street. I mean, I don't know, maybe they would have left me alone. But I heard those broadcasts. I didn't want to take any chances. So I jumped out the back window. And of course, what happens? I land right in the middle of a goddamn horde. I managed to get clear, but they were right on my ass, and I was low on ammo. All I could do was hole up in an empty house and hope that they got bored. So. Ja, spannende Geschichte, Mann. Ich fahr
wie ein Bekloppter. Jetzt ganz schnell aus der Stadt heraus und hier müssen wir rechts. Ja, ja, der Daniel Schäfer Shuttle Service in der Zombie-Apokalypse. Kostet's extra. Da ist das Taxameter direkt am Anfang schon ein bisschen höher eingestellt. That's our place. Thanks again for all the help. Why don't you come inside? At least we can do a speech. Okay, was? Gegen Essen habe ich nichts. If you ever do something that incredibly stupid again, I will kill you, okay? Hi, Becca. Don't you hi Becca me with your aw shuck small town charm. I can't believe you. We need to stay close to home. Jack could have died out there. I couldn't risk that. No, you just risked everything we have by leaving this place undefended. But I'm glad you're home safe. Well, you can thank our friend here for that. We'd have been in real trouble otherwise. Okay, I admit it. I'm impressed. You happy? I just saw that truck again. I think they're watching us. Any idea who they are? No, but they're none of the people we usually trade with. Hey, don't sweat it. If they try anything, I'll protect you. Dude, I can protect myself just fine. Hey, we've run into some trouble. They're in a tough spot. Can you give them an escort? Where? Shit. Party hearted. They're in a tough spot. Can you give them an escort? Ja, ich komme ja. Scheiße, Mann! Fucking sweet. Damn, I'm tired. Methadon! Der Freund in allen Lebenslagen. We should go. I'd rather fight it here and make sure we've got chokeholds. Don't give up now. This is good, right? I mean, it doesn't suck.
Das ist auch so ein Problem. Ne? Ich glaube, dass das hier in Zukunft immer schlimmer wird. Das hier alles unter Kontrolle zu halten, weil ich meine, die Läufer werden immer mehr Probleme kriegen. Heißer Kaffee. Mhm. So, der Runner ist safe, der andere ist auch safe. Okay, we're here. I'll look and see what we got. Wo? Da? Ohne Scheiß, das schafft die doch nicht. Materialien. Läufer eingetroffen, Suche beginnt. Ja, dann holen wir den jetzt. Haben wir noch Zeit dafür? Gerade noch. Ja, Maul. Nur die Harten kommen in den Garten. Wir müssen mehr Leute haben, das wissen wir. Das ist nicht neu. So. Oh. Sorry. Ach nee, ernsthaft, jetzt hier wieder draußen oder was? Jetzt weiß ich gar nicht, ob das eine Mission war, die ich eben gemacht habe, ohne dass ihr sie gesehen habt. Ich weiß es nicht. Anybody in here? Es sind ziemlich viele Zombies hier. Hier anscheinend jemand drin in diesem Gebäude, was scary wie scheiße ist. Weil es hier auch echt dumper ist in diesem fucking Gebäude. I need a breather. Jetzt ist natürlich die Frage. Wo kann hier jemand sich verstecken? Was gibt es hier für Möglichkeiten? Alter Schwede. I found some supplies. Send runners for pickup. Okay, I'll round up everybody that's available. Yeah. Aber wo ist jetzt diese Person? Mal schnell gucken. Sieht gut aus. Ist da vielleicht auch irgendwo hoch, ohne dass ich das bisher geschnallt habe? Eigentlich nicht, ne? Guck mal, da war ich doch jetzt. Ja, da war ich. So. Dann scheint es ja hier irgendwas zu geben. Da drin oder was? Hier? Ach, guck mal. Aber wo soll der Überlebende sein hier? Verstehe nicht.
Was da so? Ist das auf einem unheiligen Ort? Ist das eine Psychoanstalt oder was? Warum sind hier überhaupt Ressourcen? Consider this one searched. Ja, meine Krankenschwester. Aber jetzt mal ernsthaft, hier ging es doch auch darum, dass hier vielleicht jemand ist. Ach, jetzt ist die Person vielleicht da, oder was? Alter. Ja, nee, ist klar, ne? Wo ist denn mein Auto? Dann hupfen wir mal schnell ins Auto hier. Und bringen mal ganz fix die Klamotten zurück, denn wir haben ja noch ganz viel Zeug dabei. Schreit er denn so? Verstehe nicht. So, jetzt müssen wir hier gleich wieder irgendwo rein. 8 Lebensmittel. Bringt wieder 2 Grinsegesichter. Scheibenkleister. Kannst mal eben neu ausrichten für die Zombie-Horde. Zombie-Horde no more. Jetzt qualmt dieser Wagen schon wieder. Ich muss ganz dringend die Werkstatt ausbauen. Gar nicht so einfach, dieses Wort. Ausbauen. Ja, schwer. Schwer, das Wort. So, da ist das Nachbarhaus. Hier sind wir. Hallo. So. Ach, und direkt in den Nachbarhäusern muss ich auch suchen. Das ist ja prima. Hallo. Ach, guck mal, die Status-Heimatbasis ist doch perfekt, hör mal. There you go. They'll say I never gave you nothing. Oh, you know, stuff. Yeah. Und wir haben selber nochmal 8 Essensrationen. 8 Essensrationen haben wir auch noch besorgt. Das ist doch auch ziemlich cool. Ja, ja, kommt mal. Ist ja auch schon ziemlich kräftig hier unser Kollege, ne? Achso. Marcus ist so ziemlich einer der wertvollsten Charaktere, die ich habe. Anybody in here? You saved me. Ich habe Robert gefunden. Das ist ja cool. Let's get out of here while we can. Yeah. Thanks for coming together. I'm ready to leave. Wir haben Robert gefunden. Yeah. Und damit soll es das auch gleich gewesen sein. Okay, that's all we needed. Wieder so eine erfolgreiche Runde. Wir haben einen Typen mehr gefunden. Yeah, vermisster Überlebender. Nochmal 10 Einfluss und wir haben jede Menge Zeug gefunden und wir haben unsere Nachbarschaft ganz schön befriedet. Wir haben eine Mission gemacht mit neuen Nachbarn, die wir kennengelernt haben. Was kann man mehr wollen? Nächste Woche geht es an der Stelle weiter. Ich freue mich drauf. Zombieschnitzel macht viel Spaß, aber es gibt ja noch viel mehr. Zum Beispiel gibt es hier unsere aktuellen Podcasts zu
Zu sehen eigentlich nicht. Also eigentlich gibt es nur was zu hören, aber ihr könnt trotzdem mal reinklicken. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Wöchentlich haben wir unsere Podcasts und hier gibt es noch unsere Special Podcasts. Da haben wir ein paar andere Sachen. Da reden wir dann monothematisch über, was haben wir da alles? Wir haben da den Jahresrückblick aus dem vergangenen Jahr, also Jahresrückblick 2013. Wir haben da Zelda Special Podcasts und wir haben noch andere Special Podcasts, also unbedingt auch reinschalten. Sowohl hier als auch da gibt es jede Menge zu hören, weniger zu sehen. Aber zu sehen gibt es hier nächste Woche wieder State of Decay. Und an Epic geht es auf jeden Fall auch weiter. Also schaltet wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis bald.